Krass, was ist das für einer? Ich frage mich, ob das auch ein bisschen die Maske macht, dass der so klingt, weil der muss ja. Oh, nice Nips. Jo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Jay und heute gehen wir nochmal auf einen Track, denn ich wurde gebeten, auf Jack von Crack zu reagieren. Ich glaube, den Titel hast du dir jetzt gar nicht ausgesucht, zumindest bei dem Kommentar, den ich gefunden habe. Deswegen habe ich mich einfach mal für Sorry Carmen entschieden. Das ist so der Track, der ist jetzt nicht so alt, hat recht viele Views, ist also recht, soll anscheinend recht gut sein, denke ich mir. Und deswegen, ich sehe auch gerade aber beim VBT damals 2018 Feed-Reportagen. Könnte auch interessant sein. Aber wir hören uns jetzt erstmal Sorry Carmen an. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Reaction. Und auf einmal wurde der Disk gesperrt. Ich bin manchmal ein richtiger Drecksack. Krass, was ist das für einer? Ich dachte mir erst so, oh, geile Vibes hier, so ein paar Enten im Fluss. Und dann kommt dieses Stümper. Ich frage mich gerade, ob der immer so rappt. Ich denke schon, oder? Aber krass. Ja. Die ganzen Klicks nichts wert. Nichts wert. Sorry, Carmen, dass ich dich so verletzt hab. Und auf einmal wurde der Disk gesperrt. Ich bin manchmal ein richtiger Drecksack. Die ganzen Klicks nichts wert. Nichts wert. Sorry, Carmen, dass ich dich so verletzt hab. Das ist wie, als würde der so diese ganzen Liebestracks hops nehmen. Also mit dieser Stimme alleine schon. Ich weiß halt noch nicht, ob es was wirklich Emotionales ist oder ob der halt. Also ich kann das gefühlsmäßig gerade gar nicht zuordnen, was das sein soll. An erster Stelle in der Nahrungskette. Doch sie drucken mein Gesicht auf alle Fahndungszettel. Viel zu lange am Hungertuch genagt. Wagt den Fluchtversuch aus dem Untergrund in die Charts. Ein Scheißleben, ich hab das, wisst ihr nicht. Carmen Geist, genau deshalb disst ich dich. Aber krass, ne, dass es trotzdem sich einigermaßen noch gut anhört, obwohl du so eine sehr, sehr krasse Stimme hast. Den Beat finde ich gut. Der ist voller Vibes, finde ich, so dieser hohe Beat im Hintergrund, finde ich gut. Jeder weiß, dass ich gerne einen Diss-Track zerreiß. Da ging ich wirklich ein, zwei Schritte zu weit. War nicht persönlich gemeint, aber zerstörende Lines bringen in diesem Rap-Geschäft nun mal den größeren Hype. Um was zu werden, muss man Grenzen überschreiten. Da musste Jack leider mal etwas übertreiben. Was mir so ein bisschen fehlt in der Stimme, ist so ein bisschen Bass. Also der ist. Die Stimme ist sehr, sehr wenig Bass drin irgendwie. Die könnte noch ein bisschen mehr Bam machen irgendwie so. Aber es ist wirklich interessant. Wenn sie wollte, dich jetzt gar nichts mehr. In dieser Insel ist Carmen fair. Wir werden sicher keine Freunde mehr. Ich hoffe, die Sache hier ist ab heute geklärt. Und auf einmal wurde der Disk gesperrt. Ich bin manchmal ein richtiger Drecksack. Also es ging anscheinend auch um irgendeinen Diss, der gesperrt wurde. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, erster Track, den ich mir von ihm anhöre. Vielleicht war es auch eine Fehlentscheidung, dass ich mir den ausgesucht habe, aber keine Ahnung, könnte jemand runterschreiben. Die ganzen Klicks nichts wert, nichts wert. Sorry, Carmen, dass ich dich so verletzt hab. Und auf einmal wurde der Disk gesperrt. Ich bin manchmal ein richtiger Drecksack. Die ganzen Klicks nichts wert, nichts wert. Sorry, Carmen, dass ich dich so verletzt hab. Mit den in der Hut. Ohne die Mucke und die Fan wär ich sicher schon kaputt. Es ist Jack von Crack. Von mir aus sollen es alle hören, wenn sie wollte. Carmen Geist mein Leben zerstören. Ich frage mich, ob das auch ein bisschen die Maske macht, dass der so klingt, weil der muss ja. Oh, nice Nips. Muss ja auch. Jetzt bin ich raus. Der muss ja auch halt. Also, wenn du die ganze Zeit so rappst, genauso wie bei Blockmonster, den ich ja auch ziemlich gefeiert habe, das muss ja auch irgendwann wehtun. Was ist das für eine kranke Statue? Das sehe ich jetzt erst. Das ist irgendwie ein Mensch und aber auch eine Art Löwe oder sowas. Wie gesagt, das mit der Stimme, also das ist ja auch anstrengend, die ganze Zeit so zu rappen. Da auf jeden Fall Respekt dafür. Drogen hätten dann den Rest getan. Was für ein Scheißleben, fühle mich wie festgefahren. Ich nehme Drogen wegen starken Depressionen. Doch von den harten Drogen immer Halluzinationen. Ich hab halt gar nichts, mein Leben ist. Aber der Text ist schön kreativ, reimt sich. Also er ist kein schlechter Rapper. Die Sache ist halt mit der Stimme, ob man sich das halt an,
ob man sich das anhören kann. Ich glaube, lange kann man sich das halt nicht anhören. Ich vergleiche das gerne mit Blockmonster, weil es wirklich sehr ähnlich ist. Und Blockmonster konnte ich mir auch nur gewisse Lieder hören, die jetzt manchmal zu krass waren, die, also aufgrund der Stimme, weil es einfach zu nervig war, konnte ich mir dann auch nicht mehr anhören. Dafür können einzelne Tracks, glaube ich, richtig geil sein mit so einer Stimme. Das kann ich mir auch vorstellen. Steinhart, du dagegen hast ja praktisch alle in ein Sprach und die Fassade bröckelt Stück für Stück. Alles klar, Carmen Geist, ich nehme alles zurück. Oh, sie hätte mich platt machen können wegen dem Diss, aber hat bewiesen, dass sie richtige Ehre besitzt. Ich schwöre, ihr wisst es nicht, hab das alles nicht mitgekriegt. Doch weil das wichtig ist, schreib ich diesen Zwicken hin. Nee, ich hab auch nichts mitgekriegt, sorry. Und auf einmal wurde der Disc gesperrt. Ich bin manchmal ein richtiger Drecksack. Die ganzen Klicks nichts wert. Ich muss sagen, die Hook kommt mir ein bisschen zu oft. Aber ich denke mal, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass er halt irgendwas anspricht, was passiert ist, wo ich jetzt nicht weiß, was da passiert ist. Aber ansonsten ist mir die Hook ein bisschen zu oft, glaube ich. Also mir persönlich jetzt. Nichts wert. Sorry, Carmen, dass ich dich so verletzt habe. Und auf einmal wurde der Disc gesperrt. Ich bin manchmal ein richtiger Drecksack. Die ganzen Klicks nichts wert. Sorry, Carmen, dass ich dich so verletzt hab. Krass, ja, kein Koks oder irgendwas, sondern Rosen, auch mal sehr interessant. Könnt ihr mal drunter schreiben, was es genau thematisch auf sich hatte mit diesem Track? Ich konnte jetzt quasi nur seine krasse Stimme bewerten und den geilen Beat, den ich wirklich nice finde. Überlege ich mir, ob ich den mal suche, ob ich den irgendwie instrumental finde, weil mir wirklich sehr gut gefällt. Ansonsten der Track war durchwachsen, muss ich sagen, aber das liegt daran, dass ich, wie gesagt, die Thematik nicht verstehe oder nicht weiß. Ihr könnt ja mal drunter schreiben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Jay. Ciao.